Voice Workout, Voice Workout, Voice Workout. Wir lernen, mit dem Körper zu sprechen, den Körper mitzunehmen, uns nicht selber zu überholen, also nicht irgendwie auf der Überholspur, den Fokus für das, was wir eigentlich sagen wollten, verlieren. Und dann gibt es natürlich ganz viele Übungen zur Geläufigkeit, damit wir uns nicht verhaspeln. Was glaubst du, sind noch so Grundvoraussetzungen, die man braucht? Also ich sage ja immer diese drei Dinge, ne? Ein bisschen Talent, ein bisschen Fleiß und ein bisschen Glück. Steißbein, die Lendenwirbelsäule hoch, die Brustwirbelsäule hoch, die Halswirbelsäule hoch. Kein Kubus, sondern schön an der Perlenschnur hier hoch. Kommen wir jetzt zu den Resonanzräumen. Was ist überhaupt ein Resonanzraum oder ein Resonanzkörper? Das ist ein Hohlraum, der einen Ton verstärkt, indem er mitschwingt. Kann man sich so vorstellen wie bei einer Geige? Da kommt der Ton eigentlich von der Seite und der Korpus von der Geige verstärkt den Ton, indem er einfach nur mitschwingt. Und solche Resonanzräume, also Hohlräume, deren Wände mitschwingen, haben wir auch im Körper. Zum Beispiel die Nasennebenhöhlen, der Mundraum, die Mundhöhle, der Rachenraum und der Kehlkopf. Je mehr vom Körper mitschwingt, desto weniger Energie brauchst du zum Sprechen und umso geiler klingt es einfach. O-U-A-E-I, Ö-Ü-Ä, Oi-Ai-Au. Und jetzt alles an einem Stück. O-U-A-E-I, Ö-Ü-Ä, Oi-Ai-Au. Sehr gut. Und die verbinden wir jetzt mit verschiedensten Konsonanten. Und deshalb habe ich das jetzt so ein bisschen gegliedert in die einzelnen Kategorien und sag dir da zu jeder Kategorie, okay, da bewirbst du dich da, dann machst du es am besten so und so. Und wir geben dir auch noch ein PDF mit Kontakten mit, damit du weißt, wo du dich hinwenden kannst. Okay, super. Das heißt, wie erstelle ich ein Demomaterial? Das ist der nächste Schritt. Das ist auch essentiell, dass du da was hast. Und zwar am besten so einen bunten Blumenstrauß an Sprachproben.